Neblig grau wie heute hier in Hamburg war es vielerorts in Deutschland und im Südosten kamen dazu, wie hier in Passau, noch ein paar Schneeflocken. Winterlich wird auch die kommende Nacht, besonders die Temperaturen verbreitet, wird es frostig. An den Alpen kühlt es bis auf minus 8 Grad ab. Hier gibt es auch am ehesten ein paar Wolkenlücken im Süden, sonst viel Nebel mit entsprechender Reifglätte. Im Nordosten ist Regen und auch etwas Schnee dabei. Auch hier Vorsicht, glatte Straßen. Und besonders rutschig wird es dann am Freitagvormittag. Da ist teils gefrieren. Der Regen im Südwesten dabei. Richtung Nachmittag und Abend gibt es das dann erneut. Also am Freitag der Fokus, was die Glätte angeht, auf jeden Fall im Südwesten. Ansonsten bleibt es die meiste Zeit grau mit wenig Sonnenschein. Die Temperaturen machen bei 5 oder 6 Grad im Westen halt. Dann kommt das dritte Adventswochenende. Schnee wird dann immer weniger zum Thema, denn die Temperaturen steigen an. Am Samstag 8, am dritten Advent lokal sogar schon bis zu 10 Grad. Sonnenschein gibt es weiterhin wenig.